Du bist nicht von hier, oder? Wer? Ich? Wer denn sonst? Verdi? Ist das dieses Ding auf deiner Schulter? Korrektum. Das ist die Kurzform von Verderben. Und weil er uns zustreckt. Ah. Nein. Ich meinte nicht. Warte, ich muss mich kurz von diesem Joke erholen. Ich bin von irgendwo im Nirgendwo und von nirgendwo im Irgendwo. Aber das meiste von mir ist aus Avalon. Ein Avalontaner, eingeboren oder durch deine Vorfahren. Eingeboren, natürlich. Interessant. To be honest, ist es ziemlich lame. Komplett tote Hose und alles so gleich. Und du glaubst, Gaia wäre das? Ja, also nein. Aber ich kann überall hin, weil keiner weiß, wer ich bin. Rupp, der Diebstahl. Läuft bei mir alles, weil ich morgen schon jemand anders sein kann. Erwünden steigen sie einfach viel zu sehr dahinter. Verstehe. Also bist du ein Schnellzwander? Ei. Und das sage ich, weil ich dir vertraue. Und wenn du es irgendjemandem siehst, dann finde ich dich. Immer mit der Ruhe, was in der Taverne passiert, bleibt in meiner Taverne. Dann ist ja alles Totti. Cool. Also was fühlt sich hierher, Nico? Nico heißt er. Dies und das klingt cool. Allein schon der Name. Zinf. Und dann hat mich dieser riesige Eber in deinem Vorgarten abgelenkt und ich dachte, ich sag mal hi. Das wäre dann wohl meiner. Awesome. Ich bin nicht so gut im Reiten. Zu Fuß bin ich schneller. Und so kann ich die Landschaft genießen, eine Passage nutzen, ein wenig lange Finger kriegen. Und hast du die Ruhe genossen, wo Zimpf einmal gestanden hat? Ich meine, ich mag Chaos, also Joa. So schlimm? Hast du die Taverne jeweils verlassen? Die Stadt sieht aus wie ein zerbrochener Spiegel. Aber sowas von. Als wäre ein Stern mitten im Zentrum eingeschlagen und kaboom. Genau. Höchstfällig Glassplitter. Oh. Aber es ist ja nicht so, als könnten wir irgendwas deswegen tun. Genau. Da kümmert sich schon jemand drum. Und dieser jemand bin garantiert nicht ich. Ha, ich auch nicht. Was, wenn alle so denken? Ja, was dann? Dann bleibt es halt kaputt. Der Ätherbaum wird nicht umkippen, nur weil ein paar Sterne vom Himmel gefallen sind. Und so ein egomanischer Wichtigtuer wird bestimmt schon unterwegs sein, alles ins Not zu bringen. Kein Grund, mir die Hände schmutzig zu machen. Ditto. Was
Das ist doch eine ziemlich düstere Sichtweise, oder? Warum sich die Mühe machen? Es gibt immer jemanden, der alles in Ordnung bringt. Und wenn nicht, dann war es eben nicht wichtig genug. Und dann ist es auch kein Problem. Genau. Ich weiß, dass Jade Söldnerin ist. Aber du bist auch kein gewöhnlicher Abenteurer, richtig, Inko? Nico. Nun. Mir ist deine ganze Selbstgerechtigkeit und so Weib. Ich ja gar mal gar nicht. Nee, mit dieser ganzen Selbstgerechtigkeit und so Weib ich ja mal gar nicht. Nicht alle Abenteurer sind so. Nenn mir einen Abenteurer, der nicht durch irgendeinen heldenhaften Eigenopfer draufgegangen ist. Ich kannte einen, ist schließlich zu übermütig geworden und dadurch gestorben. Ein Klassiker. Das erinnert mich, by the way, an eine Gruppe Abenteurer, die ich letzte Woche in Irovi getroffen habe. Sie waren nett, aber irgendwie zu nett. Weiß genau, was du meinst. Waren sie unterwegs, um die gefallenen Sterne zu besuchen? Na, die wollten irgendwo nach Norden. Ich habe nicht zugehört, war mir egal. Aber ich war total nice zu ihnen. Ich habe ihnen ein paar Rationen abgespritzt, als sie Frühstück im Camp gemacht haben. Und saß dann mit ihnen am Feuer und habe Tee mit ihnen getrunken und Brot mit Bacon gefuttert. Einer von ihnen war ein Magier, glaube ich, so richtig mit Roben und Magie. Die ganze Zeit davon gelabert, dass Leviathan ihm böse Omen auf den Boden seiner Teetasse sendet. Leviathan? Warum gerade der? Keine Ahnung. Versuchte er euch vor dem Fall seiner Schwester zu warnen? Seine Schwester? Cassiopeia. Ach so, Mythologie ist nur meins. Was ist denn so deins? Betrug. Karteninformation freigeschaltet. Inko. Das passt. Also. Leviathan warnte ihn durch seine Teebitter vor was genau? Dass etwas Fünfteiliges passieren würde. Zerfetzte Flügel, die einen Schatten aus Verzweiflung über die güldene See legen werden. Und nichts wird bleiben, als eine schimmernde See im Leere. Ich glaube, das hat er gesagt. Woher kennst du das? Kann mir bekannt vorstellen. Ich muss es irgendwo mal gelesen haben. Hast du auch von der Explosion am Fuß der Kette gehört? Nein, aber ich habe davon gehört, als ich sofort war. Dachte, es wäre wieder so eine Feenkreatur. Oh, Moment mal, das ist echt passiert. Yep. Das hat er auch in seinen Teeblättern gelesen. Epic. Dieser Typ muss ein echter Hellseher gewesen sein. So klingt es. Wahrsagerei ist ein mächtiger Zweig der Magie. Seine Teeblätter sagten, die Flügel werden an den Füßen Avalons zerrissen werden, zwischen den Hügelspitzen von Dalwe. Dalwe? So könnte es tatsächlich stimmen. Und was redest du? Was könnte stimmen? Das alles klingt, als wären die Ereignisse in Dalwe der Grund dafür, dass die Sterne vom Himmel gestürzt sind. Eine verderbte glühende See. Eine schimmernde Leere. Metaphern für einen Himmel ohne Sterne. Wenn dieser Magier seine Blätter richtig gelesen hat, jedenfalls. Aber es stimmt,
und zu dem überein, was ich sofort gehört habe. Und das ist nur ein paar Tage her. Höchstfreischütz, Prophet, Propheti, Anti. Großer Schütz, wie du das alles kombinierst. Wie sollte ich das sonst kombinieren? Keine Ahnung, ich dachte, du reimst dir einfach irgendwas zusammen. Nein, wenn man es betrachtet, was in letzter Zeit passiert ist, könnte er recht haben. Aber schon merkwürdig, dass dieses Abenteuer nicht versucht haben, es aufzuhalten. Vielleicht waren sie keine egomanischen Wichtigtümer. Wirklich. Oder vielleicht dachten sie, dass jemand anderes sich darum kümmern würde. Schon gut, ich hab's verstanden. Vielleicht waren sie Abenteuerposer. Und sie haben all das verursacht und damit geprahlt und gedacht, dass ich sie stoppe. Nun, als ob. Ja, Wichtigkeit und was wäre, wenn helfen nicht weiter. Ihre vielleicht und was wäre, wenn es helfen nicht weiter. Genug davon. Das alles macht Kopfschmerzen. Ich gehe und schnappe etwas frische Luft. Bis dahin. Ich verzeihe, Jade. Sind wir alleine? Ja, das sind wir, Nico. Hast du je darüber nachgedacht, was passieren würde, wenn jemand die Dinge wieder in Ordnung bringt? Ganz ehrlich, Digga. Nö. Denk einfach nicht darüber nach. Das muss ich so und das Leben ist... Das mache ich so und das Leben ist viel einfacher. Warum noch? Du hast deine Taverne. Kümmere dich doch einfach um deinen eigenen Kram. Mich um andere Leute Kram zu kümmern, ist mein Job. Ich höre mir die Geschichten an und sammle Gerüchte, um Kosten zu erstellen. Schon klar. Du hast gerade den Vibe von so einer fancy Schwarze. Ist dir das klar? Und ich will nicht in eine fancy Schwarze leben. Wir sind alle verschieden. Und ich denke, das ist gut so. Aber ich könnte jede Person sein, sogar du. Tu es nicht. Ich mache nur Witze. Drachen, noch eins. Wollte dich mir nicht in die Suppe spucken. Das hast du nicht. Coolio, ich bin mal weg. Wir sehen, ob ich irgendwo ein paar Münzen abgreifen kann. Viel Glück. Brauche ich nicht, aber danke. So, dann puzzeln wir mal die Quests zusammen. So viele Zettel. Soll jetzt eine große Quest draus werden. Zerlins gewaltige Kriegen gehörte einst der Großmutter. Ich glaube, wir brauchen jetzt was, jemanden, der die Stadt aufräumt. Das ist die Quest, die wir jetzt brauchen. Banshee. Stern, nach dem Sternregen letzte Nacht zählt Zenith und liegt Zenith in Trümmern. Der Krater im Zentrum der Stadt hat eine Welle der Zerstörung losgetreten. Krater. Nach dem Sternenregen letzte Nacht liegt Zenith in Trümmern. Der Krater im Zentrum der Stadt hat eine Welle der Zerstörung losgetreten, die durch die ganze Stadt geschwappt ist. Das ist doch schon mal der Anfang. Schien von letzter Nacht haben tiefe Wunden für Sorge gerissen, noch weiß niemand genaueres.
Doch ein Kleriker im Sumpfesterpreier behauptet, das sei ein Zeichen für etwas noch Schlimmeres, sonst bevorsteht. Und der andere blaue Zettel dann wahrscheinlich. Ein Hellsichtmagier hat den Sternenfall in engen Tierblättern gelesen. Anscheinend ist das nur ein Teil einer Katastrophe, die in Derbe ihren Anfang nahm. So. Sternschnuppen sind mit mir nicht Schnuppe. So wunderschön er auch war, der Sternfall hat Senf in Trümmern hinterlassen. Die Stadt und die umgebenden Höfe sind zerstört und viele haben ihr Zuhause verloren. Ein einfacher Meteoritenschauer hätte nicht den gesamten Nachthimmel genährt. Was ist passiert? Ist der Vorbote noch schlimmere Dinge? Was auch immer passiert ist, angeblich ist das ein Teil des Grundes in Delra zu finden. Eine Insel im Süden von Fesoa. Im Kiep. Die anderen Notizen lassen wir so erstmal. Keine weitere Quest heute. Na dann, gute Nacht. Ein neuer Tag. Machen wir gleich hinten rein. Schaffen wir noch den Part. Ein wenig. Akt 2. Abschnitt 6. Eine neue Dämmung. Zweiter Astralmond. Wer hätte sein Schaf an den Schwert geschleppt? Oh, Ria wieder. Tach! Ria! Hast du was Neues zu sagen oder nur die üblichen Zeilen? Vielleicht aber nur gegen ein paar neue von dir. Lass erstmal was die Pieren überwachsen. Ich hatte vielleicht einen Tag, da machst du nichts. Willst du darüber reden? Nee. Schon verstanden. Du brauchst zuerst etwas Ausdauer. Sagt, ich brauche es was an Verteidigung, damit du mir nicht so auf die Nerven gehst. Moment, ich schaue kurz, ob ich da was vorrätig habe. Ich kann mir hier ein bisschen Feuer Chili mit reinmachen. Das wird Verteidigung stärkt und Intelligenz. Nee, irgendwie. Ja, nimmt ein bisschen Intelligenz, aber es könnte auch was sein. Verteidigung. Da hätten wir mal den Eisschnee. Eisschnee mit Chili. Müssen wir mal einiges neutralisieren. Hier gibt es auch neue Sachen. Oh je. Dann die Queste. Infos auf der Maps. Gut, dann mixen wir mal. Ein Schild. Das ist schon so. Dann brauchen wir noch ein bisschen Charisma. Das kann man ja gar nicht schaden. So, die Streicheinheit. Ein Eisschnee mit Chi. Da haben wir es. Etwas Verteidigung gegen deine liebste Gastwirtsperson. Und wer sagt, dass du meine Liebste bist? Vielleicht bin ich das nach diesem Drink. Da sagst du was. Du machst dich langsam. Freut mich zu hören. Jetzt habe ich aber mal eine Frage an dich. Glaubst du, damit kommst du klar?
Ich werde mein Bestes geben. Ich hoffe nur, dein Ehepartner hat nichts dagegen, dass wir ein so vertrautes Gespräch führen. Hab keinen. Mein Fehler, tut mir leid. Ich dachte nur, ein Funk wie du. Mann, Kopf zu. Natürlich. Ist kein Tier. Hab mir die Hacke wundgerannt, wie ich nach dem gesucht habe. Aber niemand hat diesen Haiopai irgendwo gesehen. Nicht, dass den so ein Kaventsmann von Stern erstanden hat. By the way, ein Brief. Sollten wir vielleicht mal lesen. Können wir nicht. Machst du dir etwas Sorgen? Nee. Ich verstehe. Ich glaube, er sollte demnächst auffahren. Da ist er ja schon. Oh, hier. Da ist er ja. Ich habe mich so vermisst. Ich fürchtete schon, ich wäre tot. Oder schlimmer noch, ihr hättet mich verlassen. Ach, ich hätte es nicht verkraftet. Hätte das grausame Schicksal mir einen weiteren guten Freund entrissen. Alles gut hier. Seid ihr sicher? Bin ich. Könnt ihr sie auch sehen, Gastwirtin? Klar und deutlich. Bei den Drachen. Also ist sie kein Traum und kein Fragment meiner Vergangenheit. Ich bin sehr glücklich, dass ihr nicht tot seid, Maria. Danke. Seht ihr gern das Geschenk, welches ich euch besorgt habe? Was jetzt? Geschenk? Als ich allein über den Marktplatz flanierte und euch zutiefst vermisste, fand ich diese herrliche Ohrringe, die mich an euch denken ließen. Ah, bitte, lasst mich euch helfen, sie anzulegen. Jetzt war doch mal. Sind das Sonnen? In der Tat. Eure Freundschaft erhält mein untotes Dasein. Also hielt ich dies für ein probates Geschenk. Gefallen sie euch? Tun sie. Passend zu meinem restlichen Klunkern. An der Handwerkskunst kann sie auch nicht knüttern. Ihr erwähntet dereinst, dass ihr Ziselierung schätzt. Hab ich was für mich? Wann habe ich das denn verzapft, hör mal? Ich bin mir nicht ganz sicher. Irgendwann. Möglicherweise war es auch nur ein Traum. Das ist jedenfalls gut möglich. Und wo wir gerade von Träumen sprechen, mir träumte erst kürzlich, dass die Sterne vom Himmel fallen würden. Sie fielen auf Gaia nieder, wie ein Feuerregen. Oder ein wunderschönes Feuerwerk. An meinem Trink muss irgendetwas verkehrt gewesen sein. Sei's drum. Sagt doch her, wo ist euer Schleim mir abgeblieben? Das ist vom Regen weggespült worden. Den Regen von fallenden Sternen. Oh.
Also war der leere Nachthimmel doch kein Traum? Nee. Schätze, Cassiopeia hat den ganzen Klüngel nicht mehr stemmt. Kriegt oder so. Unglaublich. Also war es keiner eurer seltsamen Drinks, mein werter Barkeeper? Bedeutet das, dass ich einen weiteren trinken kann, ohne seltsame Visionen befürchten zu müssen? Ich würde zumindest einen Versuch wagen. Dann will ich das gerne tun. Am liebsten etwas, das mich stark genug macht, einen Stern zu stemmen. Nur, falls der Wunsch mich überbringt. Ich sehe mal, was ich tun kann. Okay, können wir nicht für real mitmixen oder dann erstmal nur für den Papier? Der nicht. Mit was Stärke. Ein Tropenpunch. Ich experimentiere auch mal ein bisschen mit Sachen. Nee, plus plus auf der Seite, das wäre negativ, das wäre auch. Das wollen wir nicht. Das können wir dann beifügen. Das könnte ich noch. Mit Chili rein. Punch. Lass die Striche an, du. Wir müssen noch mal ein bisschen die ein bisschen füttern. Ist die nicht verdurstet? Bisschen was von allem. Oh, schade, dann können wir es nicht geben. Ich kann keine Chili essen. Müssen wir es ausschütten? Ach. Wird ihm doch bestimmt schmecken. Jetzt müssen wir es normal machen, ja. Kein Problem. Nee, Tropenpunch für Keil. Bitte sehr. Mein bescheidener Versuch, deine Karriere als Sternheber zu beflügeln. Köstlich. Glitzös. Glaubt ihr, ein geschmolzener Stern würde so schmecken? Nee. Unmöglich. Also, was denkt ihr über diesen Sternregen? Tja, auf dem Weg zurück von der Felsbiegeklippen bin ich fast erschlagen worden. Was meinst du, wie ich das fand? Die machen besser mal hin und räumen den ganzen Schlammpampel wieder auf. Hast du irgendwo einen Termin? Hat immer noch so ein Vampir, den ich nach Bovaria liefern muss, ehe ich mein Penunze einstreichen kann. Ne. Darf ich fragen, wie ihr damit meint? Dich, du Eumel. Hervorragend.
Ich war schon so lange nicht mehr in Bavaria. Mein Herz verzehrt sich danach, es wieder zu sehen. Und bis es soweit ist, kann ich mich ja noch weitere Materialien organisieren. Passiert nun nicht von alleine, nicht? Und bestimmt nicht, wenn ich hier die ganze Zeit abklaut's.